Gott nicht. Spontan die Idee, das mit einem Arm zu klettern. Machst es mehr seitlich. Was mache ich? Mehr seitlich. Das war auch immer schön, die Füße nicht getippelt, sondern überkreuzt. Ja, das sage ich zu dir ja schon lange, dass diese... Ja, ich kann, also vorne rum geht bei mir nicht, da zwickt mein Knie. Deswegen habe ich hinten rum gewechselt. Sein. Was ist jetzt da drin das Problem gewesen? Ich mein Fuß nicht aufgesickert. Mach nochmal. Du musst die Hüfte in die Richtung drehen, wo der Fuß hin soll. Kein Wunder, erzählst du mir was, du kannst das Knie nicht verdrehen, du sollst das Knie nicht verdrehen, du sollst die Hüfte drehen. Ja, wie mache ich das, wenn mein Fuß da unten liegt? Der linke Fuß ist ja auf dem Tritt. Zeig mir das mal. Stehst da drauf. Ja. Dann greifst du da drauf. Jetzt drehst und machst den Schritt. Genau die Geschichte, dass du deine Hüfte irgendwie nicht drehen möchtest. Ich muss unten höher stehen. Ich bin gerade im Grün hängen geblieben. Mein Fuß hing an dem Grün. An dem da. Ich wollte nicht da vorbei. Das ist auch eine artverwandte Bewegung zu der Geschichte, die du ja. Ja, ich muss da auch das auf die Probe stehen. Geht doch. Jetzt pass auf, den
Kauen auf, genau, so ein Schienbeinkiller. Alternative finden. Wo nimmt's da jetzt wieder? Es für mich einfacher ist, den rechten Fuß hinterm linken lang zu führen. Aber ich hatte mich jetzt schon so rüber gedreht. Das wird mein Knie jetzt gerade unlustig. Jetzt machst du mich genau wieder auch die Geschichte, dass du deine Hüfte in die falsche Richtung drehst und dann jammerst dir, tut's Knie weh. Ja, so tut's aber nicht weh. Geh mal zwischen rein ein bisschen aus. Ohne Jog und Flossen der Chance. Der erste Zug hat echt in sich. Danach ist auf den Fingerspitzen auch kein Schock mehr übrig. Hat sich elegant angefühlt, ob das auch so aussah, weiß ich nicht. Aber es war technisch sinnvoll.
Du hast jetzt halt den Schritt, den ich vorwärts mache, den hast du jetzt im Endeffekt rückwärts gemacht. Dafür hast du dich zweimal zusätzlich drehen müssen. Ja, aber es klappt mir besser für mein Knie. Wenn das für dich besser funktioniert, war das vollkommen in Ordnung. Ich kann es versuchen nachzumachen, was du da gemacht hast. Dann wie ist es? Thanks very much. Nee, was hast du gemacht? Jetzt mit dem rechten rüber, genau. Ja, ja. Nee, nee, schon unten gleich runter. Ja. Ja. Versuch meinen Arsch nicht so weit wegzustrecken. Atmen ist der Trick. Ich hab geatmet. Die Lippen so zusammengeknallt, könnt ihr das nicht glauben. Ich hätte dich diesmal gar nicht verklettert. Ja, es ging so. Ja, stell dich mal zwischen uns. Ja, wie gesagt, weißt du, wenn du mit einer leeren Flasche durch die Gegend rennst, kurz vor dem Bordern, dann denke ich, du bringst die Flasche mit hoch. Du hast mir auch ungesagt beim Bordern. Ja, wo war die Flasche zu dem Zeitpunkt? Irgendwo da. Nicht mehr in meiner Verantwortung. Ich hole sie. Ja, das geht's. Die Füße einklemmt, das ist natürlich nicht gut. Was um Himmels Willen treibst du da? Deine Beine verknoten. Du hast da oben einen Doppelgriff. Da kannst du ganz in Ruhe deine Füße erstmal sortieren, bevor du weiter treibst. Yeah.
sein. Mach mal einen Schnabel auf und schnauf wie normale Leute. Gewöhn dir das bitte mal ab, diese Lippen aufeinander. Ich schnauf durch die Nase. Das ist konzentriert. Andere strecken die Zunge raus. Ja. Ich hab geschnauft. Mit deiner verstopften Nase kann da gar nicht genug Luft durchgehen. Den ganzen Tag Elefant ich mich zu, aber dann kannst du plötzlich durch die Nase schnaufen. Ja. Fast geklappt. Wieso musst du da die Sequenz immer mit Gewalt ganz anders machen, als sie gedacht ist? Wie ist die gedacht? Mit der linken Hand in die erste Tasche und dann überkreuz in die zweite. Ja, weil ich mir beim Überkreuz immer die Arme verknot. Ja, und du brichst dir die Finger beim da oben umgreifen. Das geht. Ja, man hat es ja gesehen. Ja, das Problem war unten der Tritt. Ja, dann beim nächsten Mal nochmal probieren jetzt. Du bist dran. Und ich lese nochmal. Und ich wechsle immer rechts und links. Ich spiele in der Frontalposition mit deinen Füßen, das ist wieder das Problem. Nach rechts drehen, den unteren Achsen auch nach rechts drehen. Welche Richtung ist denn rechts? So rum? Von mir weg. So, jetzt umgreifen. Fußwechsel. Nicht da drauf stehen, Fußwechsel, runter. Weitergreifen. Komm, alle, jetzt rüberschieben. Habe ich da nicht bei den Schuhen das Vertrauen in meinen Griff da oben? Deswegen lässt los. Was? Deswegen lässt los. Weil da ist eben in der Route präzise Fußtechnik auch wichtig, weil die Griffe entsprechend bescheiden sind. Ja, wenn ich meinen rechten Fuß da oben drauf habe, dann habe ich einen besseren Winkel für meine Kürze. Deswegen. Ich muss mal ganz kurz vom Spiel. Je tiefer dein Schwerpunkt unter dem Griff ist, desto besser. Für dich ist der Griff physikalisch besser zu halten als für mich. Wenn man dir versucht, was zu erklären, dann werde ich hier immer zu sinnlosen Diskussionen genötigt, weil ja angeblich alles nicht stimmt. Das ist doch gar nicht wahr. Jetzt habe ich einfach einen besseren Winkel, ich kann es auch nicht erklären. Ich hätte es halt vorher schon rübergreifen, ja? Aber das wäre ja auch gar nicht notwendig gewesen. Ja, es ist für mich schon ziemlich weit zum Rüberschieben.
wenn ich meinen rechten Fuß oben habe. Dann geht's besser. Dann geht's stabiler einfach irgendwie. Bloß der Witz ist halt, du kriegst immer dann Stress, wenn du frontal an der Wand stehst. Machst du das eigentlich nicht? Weil dann bist du mit der Hüfte zu weit weg. Hm. Das sind genau die Momente, wo du mal darauf achten müsstest, dass du näher an die Wand kommst. Und dann wird ein schlechter Griff plötzlich viel besser. Hm. Richtig schön dicht an der Wand und jetzt müsste ich halt noch den Schritt drüber machen, genau, und dafür braucht es einen rechten Fuß überhaupt. Und dann sind wir wieder beim Thema hinschauen, was man macht und präzise treten. Das ist nämlich auch deine große Baustelle. Bei sauberen Fußwechsel musst du auch ganz viel üben, Schatzele. Hast du dir die letzten 2-3 Jahre wieder so ein Rumgehopse und Geschlampe angewöhnt mit deinen Haxen. Deswegen, ich bin da noch nie ein einziges Mal von diesem riesen Tritt weggerutscht. Weil ich drauf achte, wo ich hin darf. Hingucken, sauber dazusetzen. Ja doch, das war's doch. Ja, es hat mich nur irritiert, weil ja, ich jetzt war so überrascht, dass es funktioniert. Genau. Gell? Es ist kein Hexenwerk, man muss nur sauber einen Fußwechsel machen. Und vor allem nicht auf die komische Idee kommen, vorne auf die Kante treten zu wollen, weil da hast du ja extrem wenig Reibung. Die Kante, ja die? Ja, da nein, nicht treten. Ja, hab ich gemerkt. Tu es nicht. Das ist ein fetter Gummistrich von meinen Schuhen. Der Griff ist so groß, da kann man problemlos den Fußwechsel machen. Wenn du jetzt mit dem Fuß schon mal ein bisschen weiter vorne noch trittst, so, dann hast du anschließend hinten mehr Platz. Komm, schieb, runter gucken, den einen Fuß ein bisschen auf diese. Wieso hüpfst du denn immer? Wenn ich so geklemmt habe. Guck mal. Der hat da so voll geklemmt. Ich halte mich jetzt aber an was anderem fest. Ja, der so. Wenn du hier antrittst. Ja. Und jetzt kommt der Fuß. Ja. Dreh doch den Fuß erstmal ein bisschen auf die Seite und dann kann ich hier ganz sauber daneben drehen. Darauf will ich jetzt schon seit 3 Minuten raus, dass der Griff, der Tritt so groß ist, da passen doch locker 2 Füße nebeneinander. Ja, ganz ohne Hüpfen, ganz kontrolliert, ganz sauber. Ja, mit fetten Händen. Das muss ich jetzt so mit den miesen Griffen mitgehen. Das geht mit den miesen Griffen genauso, ich habe es mir jetzt nur zum Vormachen einfacher gemacht. Und jetzt erstmal rüberschieben, bis du am nächsten Griff bist. Dann den linken Fuß, die Ferse rausrotieren, den daneben stellen, weiter treten. Das sind eben genau diese Feinheiten, auf die du mal achten musst. Es geht ja nicht um großartige, dramatische Geschichten, sondern es sind so viele Kleinigkeiten, die sich bei dir immer aufsummieren. Kleine Unsauberheiten. Unnötiges Gewurschteln mit den Händen, weil du denkst so, ach, das ist für mich so viel einfacher, aber ja. Es ist halt einfach Murks. Gar keine Uhr gestartet. Oh je, ich habe gar keine an. Recht. So geht die Zeit jetzt nicht, oder wie? Nee, weiß ich gar nicht, wie lange wir gemacht haben. Da läuft die Aufnahme, guck auf die Uhr. 34 Minuten ohne Aufwärmen. Und die nächste, die orangene, die machen wir diesmal vielleicht nicht ganz zum Schluss. Und das ist eben auch so eine Route, wo die Beinarbeit wieder interessant wird. Komm hier rum, dass du was siehst. Ja. Da dreht man an. Schwerpunkt tief, Arm platt. Hier stütze ich mich nur ab. Treten, hochtreten. Aufstehen, Fuß davor, zack. Und ich bin hier ganz an der Wand. Ja? Und jetzt gehe ich hier weiter.
Fußwechsel, Schritt, Handwechsel, Handwechsel. Redest du schon mit mir? Nee, mit mir selber. Ich muss zuerst aufstehen. Wie zuerst aufstehen? Ja, wenn ich hier hänge und meine Füße so hoch sind, dann muss ich so tief aus dem Knie drücken, das will mein Knie nicht. Das macht, oh, wenn ich da hoch feuern soll. Ich muss schon so im Aufstehen. Jetzt bin ich mich ganz dicht an der Wand und plötzlich ist das alles gar kein Problem. Komm, hau dich, Fuß rüber. So lasse ich meinen linken Arm nicht los. Oder den linken Fuß. Ja, eins von beiden auf jeden Fall. Du kannst dich nicht an allen Punkten gleichzeitig festhalten. Der Witz ist doch, du kannst doch die Route prinzipiell. Ja, du hast sie doch schon gemacht. Hin, ich weiß nicht warum. Weil sie dich komisch anstellt. Gerade eben hast du auch wieder ganz vorbildlich deine Hüfte hier in die Richtung gedreht, damit du natürlich auch ja die Reichweite darüber gar nicht legen sollst. Du musst deine Hüfte drehen, Mädel. Hüfte besser drehen. Wenn du den rechten Fuß durchdrückst, dann muss dein linker weniger schaffen. Du musst ein bisschen aus der Wand raus. Ich näher mich. Das Rückwärtsklettern ist nicht so einfach. Verstehst du jetzt prinzipiell, dass es kein Reichweitenproblem ist? Mein Problem ist, glaube ich, hauptsächlich erstmal, ich muss den Arm loslassen. Denn dein Problem ist hauptsächlich, dass du deine Hüfte nicht drehst. Du versuchst eine Spagatbewegung zu machen, das geht nicht, so beweglich bist du nicht. Du kriegst nicht einen Schlägel nach rechts und den anderen nach links gedreht, soweit. Du musst die Hüfte 90 Grad zum Zielgriff drehen. Dann tut ja plötzlich das Knie wieder weh. Knie runter, komm. Das Knie runter und jetzt nach vorne den Schritt machen. Passt. Wenn ich das mache,
dann drehe ich hier auf den Fuß runter. Anders funktioniert es physiologisch nicht. Linken Fuß drehen, linken Fuß drehen. Das Knie muss runter. Das linke Knie runter, 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 Schritt, Schritt, Schritt und mit links loslassen. Links loslassen, mit rechts landen. Fast. Deine Hüfte. In der Bewegung fängst du wieder an, dein Knie nach links zu drehen, damit drehst du die Hüfte nach links, damit plauschst du dir die Reichweite. Ich habe mich auf meine Hand konzentriert und mich festhalt. Dann habe ich die Hüfte nicht vergessen. Ich habe nur auf die Hüfte geguckt und die Hüfte ist prompt in die falsche Richtung. Knie runter. Ich verstehe ja nicht so ganz, was das für ein Hasenhopser ist. Ich komme sonst da nicht ran. Hüfte. Das ist nämlich das Drama, du hast dir diese Frontalposition so extrem angewöhnt, dass du in jeder kleinsten Sekunde Unachtsamkeit sofort die Knie auseinander nimmst. Geh mal einen Schritt weiter auf den lilafarbenen. Fangen wir vielleicht da damit mal an. Aber das Knie runter. Das näher, das ist ein bisschen besser.
langer Arm. Knie runter, langer Schritt mit links loslassen. Das ist nämlich, glaube ich, auch noch ein Problem, dass du versuchst, aus dem rechten Arm irgendwas zu ziehen. Du ziehst da gar nichts. Ich versuche nur, den rechten Arm nicht loszulassen, aber das passiert. Ja, jetzt hätte es aber fast schon gehabt. Nur fast. Problem ist, dass der Koordinationswunder einfach keine Koordination hat. Die ganzen Bewegungen nicht im richtigen Moment zusammenbringst. Kannst entweder das eine oder das andere, aber nicht drei Sachen gleichzeitig. Wenn ich mal zwei Sachen gleichzeitig. Aua! Was ist denn hier los? Später mal mit der Lupe gucken, wo ist da drin? Knie runter, Schritt. Jetzt bist du noch nicht mehr richtig gefallen. Das nur mit Schwung. Nein, nein, nicht mit Schwung. So kontrolliert, wie es irgendwie geht. Dich auf deine Füße konzentrieren. Dein Knie vom linken Fuß muss runter und du musst nach hinten austreten, während dein rechter Fuß gestreckt nach vorne geht. Das, was du im Karate schon nicht leiden konntest. Genau dasselbe wollen wir jetzt hier aber da haben. Aber Hüfte war wieder nicht richtig schön, das ist schon klar, ne? Immerhin war Rotkopf oder auf den Arsch zu fliegen. Dafür haben wir Matten liegen. Ja, das ist sehr elegant. Komm, nochmal jetzt hier mit den Decken auf, da Hausputz zu machen. Machst die Bewegung zwei, dreimal und versuchst dich nochmal drauf zu konzentrieren, dass dein linkes Knie weiter runter zeigt. Merkst eigentlich du jetzt die feinen Unterschiede? Weil die Bewegung, wenn man es richtig macht, ist total gechillt. Ist ein weiter Schritt, da zwickt es ein bisschen im Schritt für einen Moment und das war's. Schritt zwickt es nicht, zwickt mit dem Knie. Oder in deinem Fall im Knie. Aber die Bewegung an sich ist nicht schwer und muss man nur richtig machen. Das machst du jetzt noch zwei, dreimal, bis so was wie Routine eintritt und dann versuchst du es vom richtigen Griff aus. Wieder schlampern anfangen. Jetzt fängt schon wieder an, das Knie so halblebig. Weil jetzt schon wieder, das ist nämlich das Problem, wenn es nicht weit genug ist. Dann musst du nicht die richtige Technik anwenden, dann fängst du sofort wieder schlampern an. Deswegen mag ich das eigentlich nicht. Wenn man dich nicht zur absolut richtigen Technik zwingt, dann machst du es nämlich anders sofort wieder nicht. Die soll geradeaus auf die Wand da drüben zeigen und nicht an den Zielgriff. Was jetzt? Ich hab geguckt, dass ich parallel war. Ja, nicht. Ich habe jetzt in dem Moment auch irgendwie woanders hingeguckt. Einmal noch, dann brauche ich eine Pause. Vom Orange, nein, Orange. Knie runter, Schritt, komm, alle, jawohl. Siehst du, funktioniert. Wahnsinn. Und merkst jetzt wirklich mal, es ist nicht die Frage von wegen, ich bin zu klein für diesen Scheiß oder ich bin zu schwach. Es ist tatsächlich das Problem aus
die richtige Bewegung zur richtigen Zeit. Hüfte in die falsche Richtung, Zeit geht mit den Füßen nicht viel. Schwerpunkt tief, lange Arme. Ich will jetzt erstmal den Tritt hin. Du sollst die richtige Technik üben, du Pfeife. Und nicht bei jeder Gelegenheit sofort wieder die Knie auseinanderdrehen. Ich habe keine Kraft mehr. Ja, dann hör mal auf, wenn du keine Kraft mehr hast. Ich will es aber noch einmal am Stück schaffen. Ja, aber dann musst du die Bewegung richtig machen. Du verstehst auch das Prinzip von Techniktraining falsch. Beim Techniktraining geht es nicht darum, irgendwas fertig zu machen. Es geht darum, was man macht, richtig zu machen. Und wenn du mitten rein wieder so eine völlig falsche Bewegung reinbaust und dann sagst, ich will es aber fertig machen. Da waren wir vorhin aber nicht, was ich da falsch gemacht habe. Was habe ich unmittelbar, bevor du in die Route rein bist, gesagt? Hüfte an die Wand. Die Hüfte muss in die Richtung zeigen, wo man hin will. Und das ist an der Stelle genau dasselbe Spiel. Hier bin und jetzt will ich darüber, dann mache ich den Schritt so und nicht wie du so. Das ist ein kleiner Unterschied, aber in Technik ein riesen Unterschied. Weil du musst nämlich dein Bewegungsmuster umlernen. Knie nach unten. Ja, und ich habe Griff hängen bleiben im Knie. Wie machst du es mit dem Knie nach unten, wenn du hier hängen bleibst? Im Knie. Hab ich gerade geschafft. Mich nicht so komisch anstellen, ja. Jetzt langsam, da hast du zwei Griffe und jetzt drehst deinen Fuß erstmal in die richtige Position. Genau wie vorher machst du jetzt auch den Schritt. Knie runter, links loslassen. Das ist nämlich genau die gleiche Scheißbewegung, die es da braucht. Und da klemmt es nämlich in deinem Kopf, weil du seit Jahren diese Bewegungen nicht übst. Deswegen fühlt sich das für dich komisch an und deswegen machst du. Ja, aber wieso komme ich denn weiter rüber, wenn ich nicht so eingedreht bin? Um was geht's jetzt? Wenn ich nicht parallel zur Wand bin, nach rechts gedreht, dann komme ich mit dem rechten Fuß locker da drüben hin. Aber wenn ich mich so eindrehe, dann nicht. Ja, weil du ja weder das eine richtig machst, noch das andere richtig machst. Sondern dann plötzlich so halb aus der Wand jumpst. Deswegen können ja viele Kletterer auch keine gescheite Technik, weil gescheite Technik lernen ist schwierig.
weil man alte Bewegungsmuster durch neue ersetzen muss. Und wenn man anfängt, Bewegungsmuster zu mischen, dann kommt nicht irgendein Krampf dabei raus und Krampf fühlt sich scheiße an und funktioniert dann, und deswegen macht es keiner. Also ich komme so rum, würde ich. Es geht nicht darum, ob du da rüber kommst. Wenn ich nach links drehe, wollte ich damit sagen. Wenn ich mich praktisch. Ja, aber es ist nach rechts gedacht. Also wenn du es unbedingt wieder verkehrt rum machen willst, dann mach es verkehrt rum, aber so mach es richtig. Es ist mir scheißegal, ob du es vorwärts oder rückwärts machst, aber du sollst mal aufhören, die ganze Zeit alles frontal zu machen. Und frontal bedeutet die Hüfte parallel zur Wand. Und das ist nämlich deine bevorzugte Kletterei und das machst du nämlich die ganze Zeit. Und sobald ich weggucke, machst du es frontal. Und es funktioniert halt nicht überall. Und dann, wenn du eingedreht klettern müsstest, kann es aber nicht, weil dein motorischer Kortex sagt, nee, die Bewegung kenne ich nicht, die mache ich nicht. Und dann heißt es immer, nee, geht nicht, die Route ist zu schwer, etc. pp. Genau. Ich weiß, dass sich das alles scheiße anfühlt. Total ungewohnt und. Wie ich bereits gerade eben schon gesagt habe, deswegen können so wenig Leute vernünftige Klettertechnik, weil das zum Lernen ist kein Zuckerschlecken, weil man aus Reflex immer was anderes machen will und dann oft Reflexe mit der richtigen Technik irgendwie komisch mischt, dann stimmt das Timing nicht, dann stellt man sich gescheit doof an, dann wird es gescheit anstrengend, dann macht es keinen Spaß und deswegen macht es keinen Spaß. Wenn man aber dann mal die richtige Technik verinnerlicht hat und wenn man die richtigen Bewegungen zur richtigen Zeit in der richtigen Koordination flüssig aneinander hängt, dann sagt ihr, das sieht aber leicht aus wie bei dir. Ja. Das sieht aber leicht aus, wie du das machst. Ja klar, natürlich sieht es leicht aus, wenn man es richtig macht. Das Lernen ist nicht leicht. Nee. Vor allem nicht, wenn man so viele Jahre wie du es eben konsequent anders gemacht hat. Anders halt auch geht, das ist halt das Problem. Ja, nee, es geht eben nicht immer anders auch. Ja, aber oft. Das will ich nur sagen, dann fühlt es sich halt gut an, das funktioniert und dann. Ja, bis es halt plötzlich nicht mehr funktioniert, dann schreien alle, oh je, ich muss mehr Kraft trainieren, ich habe zu wenig Kraft. Ich sag mir gar nicht, dass ich Kraft trainieren muss. Ich sag auch gerade was anderes an. Ja, ich weiß. Weil wie gesagt, dass du neulich in der komischen 6 Plus sich so verlitten hast, das war mit ein Grund. Weil du einfach, wenn es drauf ankommt, die richtige Technik nicht sauber an die Wand bringst. Und dann verleidest dich und dann fällst sogar. Die Route war körperlich relativ anstrengend, aber technisch überhaupt nicht schwer. Die hättest du eigentlich easy peasy hochlatschen müssen. War eine der Routen, wo ich gedacht habe, ich lunge kranker Sack, ich stelle mich wieder an wie der erste Mensch und sie rennt jetzt einfach gleich nur hoch. War dann völlig perplex, dass du dich so anstellst. Ja komm, trau dich. Jawohl, alle, komm. Und weiter. Und das gleiche gerade nochmal. Jetzt stand ich nicht richtig. So, jetzt bin ich auch fertig. Du bist schon lang fertig. Ich verstehe ja nicht, warum du keine Pause in der Finish. Ja, weil ich es hinkriegen will. Und das ging jetzt der eine Zug vorhin mal. Und deswegen, ich dachte, ich krieg die Route am Stück auch hin. Aber wie gesagt, es geht bei Techniklernen nicht darum, Routen am Stück hinzukriegen. Es geht darum, ein Feeling dafür zu kriegen, dass man nicht immer nur parallel zur Wand mit den Füßen so komisch rumschaffeln muss, sondern dass man einfach auch die Hüfte drehen kann und dann rüberlaufen. Ja, es ist trotzdem schön, wenn man die Bewegung aneinandergereiht kriegt und nicht nur die einzelnen. Ja, aber erstmal müssen die einzelnen Bewegungen funktionieren. Die müssen richtig gut funktionieren, damit sie unbewusst im richtigen Moment ausführen kannst. Ja, das mit dem Unbewusst wird eine Weile dauern. Ja, natürlich wird das eine Weile dauern. Und vor allem, wenn man immer nur im Kopf hat, ich will es am Stück fertig kriegen, dann bist du im Kopf nämlich gar nicht bei der Bewegung. Ja, wenn ich jetzt die zwei Bewegungen hingekriegt habe, ich kann sie noch nicht aneinander rein. Oh,
gut habest. Das ist scheiße glatt.